herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Hof Bergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Hallo. Na, du Schlingel, wolltest du schon was wieder Minecraft sagen? Ja. Vorhin Minecraft aufgenommen. Jetzt Alice 19, da kann man ja mal durcheinander kommen. Kann man mal machen, ne? Muss man aber nicht. So, wir sind hier doch dabei, unser erstes Feld abzuernten und das Stroh abzutransportieren. Und ich muss mal gerade hier rüber. Oder besser, Wortspiel, abgrasen. Na, abgrasen kannst du in die Wiese. Trotzdem. So, wir haben letztes Mal rausgefunden, also Tigerfarm hat mir gezeigt, wo ich die Hühnerenten füttern muss. Interessant. Interessante Hühnerenten müssen das sein. Ja. Ah, da fehlt noch Wasser. Ey, wir müssen die Wasser noch. Ja. Wasser. Ich mach das eben. Ja, mach das mal. Das eine Lizardfass steht noch am Hof. Ja. Und das andere? Haben wir zwei? Ach so, doch, warte, du kannst auch in den Ding, in den John Deere Raptor. Oder wie der heißt. Ach so, ja. Stimmt, den haben wir auch noch. Wir müssen hier oben stehen. Der steht unten in der Garage. Ich weiß. So, dann fahre ich mal die Ladung Gerste ab. Inzwischen weiß ich auch, wo die hingehört. Ich weiß sogar, wo man Wasser holt. Weißt du auch? Ich nicht. Ja. Bin dumm. So. Aber das... Ja, dumm ist das falsche Wort. Es ist halt... Unwissend. Weil, ja, genau. Du hast es erkannt. Gut. Man muss sogar den Deckel aufmachen. Von was? Dem Wasserpass? Ja. Okay. Sonst gibt's Ärger. Sonst geht's nicht. Also die Map ist richtig... Guck mal, da steht eine alte Kiste. Die müsste da jetzt nicht stehen, aber es ist einfach geil, dass sie da steht. Diese alte Gitterbox. Warte mal, ich hab das Fly-Dings da an. Nein. Also sollte man vielleicht ausmachen, wenn man mit Screenshots fertig ist. Doppel. Ah, da hingegen ist der Wasserträger ziemlich groß. Nee, die Gitterbox kann man nicht transportieren, aber es gibt nämlich noch eine Gitterbox, die kann man auch transportieren. Also tragen oder so. Ich bin auf Dach nun. Fahr doch nach vorne. So, das hier ist wohl ein Fahrsilo. Ey, richtig krass. Also die Map ist schön designt und sehr funktional, das gefällt mir sehr gut. Also ich lasse das Wasser fast mal da stehen. Weil ja, im Moment brauchen wir ja nirgends anders. Ne? Außer wir kaufen uns schon mal ein paar andere Tiere. Ja, was willst du denn kaufen? Was können wir denn versorgen? Also, hast du nicht Gras? Ja. Also im Moment können wir nicht... Wir können hier am Feldrand mit Sicherheit irgendwie... Ups, Eier, ja. Oder? Ah, oh, die Schafe brauchen ja nicht viel, die fressen ja nicht Unmengen. Ja. Also ich nehme an, warte mal, ich guck mal auf der Karte gerade. Da war es schon geschehen mit dem Geld. Also ein bisschen Feldrand haben wir. Ja. Dann kauf mal welche. So, ja. 10 Stück oder so. Was? Achso, ja. Schafe. Ja. Dann machst du bei denen gleich noch Wasser rein. Ich schnall mir das Mähwerk vorne, das Mähwerk vorne an und hol gleich mal ein bisschen Gras. Ich glaube, da müssen wir noch Land dazu kaufen. Nee, ich glaube, ich krieg da was. Ein bisschen Gras kriege ich her. 10? Hallo. Ist das Ding hier noch an? Wir müssen das kaufen. Ich kauf das eben. Was denn? Warum denn? Ja, weil sie sonst nicht kaufen können. Wo sind denn die doofen Schafe? Ja, wo ich bin. Wo bist du denn? Ja. Ach, hier. Guck
guck auf die Karte. Ja, dann hätte ich das Land nicht gekauft. Na, ist ja jetzt egal. Nee, ist weniger Geld. Boah, wir haben noch so viel. Ja. Wollen wir schwarze Ziegen oder Schafe? Weiße. Weißes Gold, erinnern Sie sich? Weiße Ziegen oder weiße Schafe? Was, Ziegen? Schafe wollen? Ja. Hä, was für Ziegen? Willst du mich veralbern? Ja, es gibt Ziegen. Ach komm, laber keinen Scheiß. Wirklich? Ich laber keinen Scheiß. Alter. Mich veralbern? Lol. Hier gibt's Ziegen. Ich kaufe jetzt Witzer Ziegen oder Schafe. Lol, du kannst Schafsbock kaufen. Kauf zwei von allem. Also von jeder Sorte zwei kaufen. Mhm. Kranker Scheiß. Also von Schafen auch? Ja, alles zweimal. Aber ein Bock nur. Ja. Ein Bock? Ich hab keinen Bock. Okay, warte, ich wollte Gras machen, nicht, dass ich hier. Hab ich gekauft. Das sind dann insgesamt 16 oder so. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Jo, das passt ja. Also wir brauchen Wasser, Stroh, Gras, Heu und Klee. Stroh auch? Ja. Kann man und Klee sagen. Auch? Ja. Also Gras, Heu, Gras oder Heu oder Klee. Okay. Ja, Stroh haben wir ja schon mal. Dann machst du das Wasser voll, ich bring das Heu hin. Ja. Und dann passt's. Passt. Macht korrekt, der ist noch passt. Dann lade ich nochmal kurz Wasser. Oh, 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 das war aber knapp. Das ist auch so rauli. Ach. Wow. Willst du mich verarschen? Warum? Ich schieb gleich an. Ja, dann. Hallo. Jetzt muss ich hier gleich meinen Klingelton rausholen. Oh Gott. Ich meine das mal ernst. So, wo kommt denn das Zeug hier rein? Muss ich die Tore aufmachen? In. Oder auf der Weide? Auf der Weide, auf der Weide. Nein, Quatsch. War ein anderes Lied. Ah, jo, da ist offen. Ah, warte mal, da hinten kann man durchfahren, oder wie? Mhm. Da kommt man wahrscheinlich dann aufs Schafgelände. Nee, tut man nicht. Okay, dann baller ich da mal ein bisschen Stroh rein. Achtung, ich drehe. Der Wasserträger ist, glaube ich, hier außen. Da ist das Fass. Ja. Ich wollte ja auch nur drehen. Und außerdem, jetzt haben wir hier auch ein bisschen Grünflächen nebenan. Stroh wird hier nicht angenommen. Vielleicht auch, wahrscheinlich auch irgendwo auf der Wiese. So wahrscheinlich wie das ist. Machst du auf? Ja. Guck, hier ist da Wasser. Und irgendwo auf der Weide müsste ein Strohfilter sein. Alter, ist das ja. Immer diese Nichtglauber. Hä, was? Ach, ja, nicht. Aber wo willst du. Wo findest du denn den Trigger? Irgendwo. Ja, bei den Kühen habe ich auch gedacht, er sei irgendwo. Ich drück mal die ganze Zeit I. Ja, mach das mal. Ah, nee, dann wird ja eigentlich angezeigt. Ja, ist es. Toll. Das finde ich doof. Ah, warte, vielleicht muss ich hier in die Scheune rein. Ja. Aber wenn der Mapper schlau gewesen wäre, dann hätte er so einen Strohhaufen, also so Textur drauf gemacht, wo das Stroh hin muss. Ja, das wäre sinnvoll gewesen. Also ich möchte ihn jetzt nicht schlau nennen. Ja, das ist. Aber so ein kleiner Hinweis wäre natürlich toll. Ich denke mal irgendwo auf dem braunen Korn.
Ja, ist aber nix. Nochmal, guck mal von oben. Nee, da ist nix. Und es ist ja nicht mal über das F1-Menü. Das hatte ich nämlich bei den Kühen auch. Boah, das zählt einfach hier abladen. Ja, genau. Nee, zählt nicht. Hätte ja sein können. Das ist schön. Schaf, geh weg. Ja. Hier neben. Hä? Wo? Hier. Hast du gefunden? Nein. Nein, ich kipp einfach das Stroh hier in der Halle auf. Meinst du? Kipp das einfach mal da ab und das kann, wir können ja noch mal gucken. Ja, aber wenn ich es da jetzt reinkipp, komme und nicht mehr dran, um es wegzumachen. Und darfst du. Nein, ah, hier, jetzt. Ich weiß zwar nicht, warum. Warum es jetzt angezeigt hat, aber. Aha. Ja, wie ist denn jetzt los? Oh, aber perfekt. Fast voll. Ja. Ach, da ist das so. So, dann mache ich hier noch ein bisschen Gras weg. Achso, sollte ich vielleicht auch anschalten. Soll ich das Wasser fast hier stehen lassen? Bei den Schafen? Ja, lass einfach mal da stehen. Ich lasse es auf der Weide stehen. Oh, den Schaf, das Schaf umgefahren. Naja, Schafe sind nicht so schön. Die Ziegen sind da ein bisschen penibler. Die meckern halt dann. Ja. Aber das tun sie ja auch so. Das ist richtig. Kappa, Wortspiel. So los, denn. Bisschen verrückten Alarm hier. Jetzt lässt du das Auto. Ey, weißt du, wie das Auto aussieht, wenn du das hier auf der Weide stehen lässt? Es wird voll gekackt von den Schafen. Das ist mir egal. Kannst du ja putzen. Warum? Du hast abgestellt, du putzt. Nee. Ich hab's ja nicht abgestellt. Schön Stroh abfahren, nichts gemacht. So, wie viel Gras geht denn da rein? 23.000. Wie viel? In den Ladewagen 23.000. Ja, das ist mir auch klar. Ich meine, in den Trigger. Ich will jetzt hier nicht alles voll mit Gras machen. Was geht in den Trigger? Ja, in den Trigger. Vielleicht doch richtig, Mann. In den Trigger? Keine Ahnung. Ich hab verstanden, Trecker. Trecker. Okay, es sind jetzt mal 5000 drin, das passt. Gut, dann müssen die gleich produzieren. Ja, ich lasse das Mähwerk mal hier bei den Schafen stehen. Mach das. Ich würde, ich glaube, die nächste Investition ist Schmetterlingsmähwerk. Jo, auf jeden. Aber erst, wenn wir es für größere Sachen brauchen. Zum Beispiel. Im Moment geht's ja noch. Zum Beispiel für Kühe. Zum Bleistift. Ein Bleistiftpapier, ne? Ist der Drescher schon weg? Ah ne, da steht er noch. Als ob der Drescher von irgendjemandem weggefahren wird, außer von mir. Ist ja klar. Ja, ich muss Stroh abfahren. Ja. Drescher ist unsichtlich. Für was brauchen wir denn Gerste? Was können wir damit anstellen? Weiß ich nicht. Ich glaube nichts. Nichts. Ja. Kann ich mir bei der Map hier nicht vorstellen. Ach, was? Also warte mal, du hattest mir auch noch in die Kommentare geschrieben, dass es ganz hinten Butter ist. Ja. Butterkäse.
Was kann man... Da braucht man aber erst die Buttermaschine für. Ah ja, stimmt. Und diese Geschichte mit dem Mehl. Ja. Kann man da nur Roggen machen oder was? Weizen. Das fragt mich was. Da könnten wir es vielleicht noch abliefern. Aber wo ist sie denn? Ich Ganz rechts war das irgendwo. Kornmühle. Ach, Kornmühle. Ach ja, ich guck mal kurz. Ja, da sitzt auch so ein Typi im Verkaufsraum hinten. Ja, ich weiß. Du sagst, du weißt, aber dann weißt du nicht, dass man hier, dass es hier eine Kornmühle gibt. Jojo, schon klar. Ich will mit Müller reden. Hier geht nur Weizen rein. Auch nur Weizen, ist ja doof. Ja. Dann können wir die Gerste eigentlich verkaufen. Ja. Was haben wir da gerade für einen Preis? Ich gucke. Also wir haben jetzt 38.000 im Lager. Und der Höchstpreis ist bei Kornmühle. 821. Ja, ist halt die Frage, was ist hier Maximum? Also, ist 821 schon gut oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist schon etwas guter. Ich habe hier jetzt noch 3.500 drin. Also ein bisschen über 40.000. 820. Kann schon ein guter Preis sein, muss aber nicht. Wir spielen ja auf Wirtschaftlichkeit, glaub normal. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich guter Preis. Ja. Dann werde ich glaube mal gleich den Strautmann noch hinten dran hängen hier an den Fliegel. Ne, an den Akkuliner. Warum? Dass ich nur einmal hochfahren muss. Ah ja. Ups. Dann fahre ich hier noch weiter Stroh. Und nicht vergessen, Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. Und nicht vergessen, nicht vergessen. Ja, nicht vergessen. Vergesst nicht, das nicht vergessen. So, wobei ich glaube, wir kriegen da trotzdem keine 20.000, keine 40.000 mit weg. Mit den zwei Anhängern. Mit welchen denn? Mit dem kleinen Strautmann, doch der hat drei Aufbauten. Ach so. Und dem Acroliner. Und dem Fortschritt, HW80, kannst du auch noch nehmen. Krieg ich den auch noch hinten dran gepackt? Ich glaub schon. Also Drehschemel geht eigentlich überall ran. An den Drehschemel kriegt man auch hinten was dran, gell? Ja, dann nehme ich doch mal. Also ne, das geht nicht, weil der hier hat einen Kugelkopf. Probier's doch einfach. Ja, ich wollte nur geschickt fahren und nicht hier mit zwei Anhängern hier rückwärts dann an die Deichsel rankommen. Das ist nämlich leidlich kompliziert. So, ich fahre jetzt gleich schon die dritte Ladung weg. An Stroh. Ja, ich habe auch schon zwei reingefahren. Krasser Boy. Jo. So, aber wie viel wir dann nächstes Mal verdienen werden, seht ihr in der nächsten Folge. Schaut gerne morgen wieder rein, 19 Uhr. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao.